Ja, willkommen zurück zu The Amazing Spider-Man 2. Wir sitzen hier gerade auf so einem, keine Ahnung, Türmchen drauf und müssen jetzt den Kommunikationsturm hacken, um an den Mörder von Onkel Ben ranzukommen. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen uns auch auf den Weg und sind auch gleich schon da. Ja. Können hier mal hochrennen. Und dann die Turmspitze erreichen. Und da haben wir es auch schon geschafft. Beeindruckende Sicherheit. Ich kann den Mast erst hacken, wenn ich sie ausschalte. Hoffentlich habe ich wieder dieses seltsame Kribbeln, das mir dabei hilft, etwas zu finden. Und Nummer 1. Drüben ist Nummer 2. Und Nummer 3 ist da drüben. Yep, da ist Nummer 3. Und schon die Antenne. Okay, Alphabet City, sprich mit mir. Okay. Was willst du denn mit Waffen? Dein Ding war doch immer Brandstiftung. Ja, aber heutzutage trägt jeder eine Kanone. Man kann nicht mehr ungestört an Feuer legen, ohne dass irgendein Idiot gleich losballert. Okay, kein Problem. Komm in die Gasse hinter Jazzy Johnnys Nachtclub und hey, nur Cash. Das könnte Caradine sein. Zeit für eine kleine Clubtour. Naja, auf jeden Fall habe ich gerade so Bauteile erspäht hier. Oh, danach habe ich gesucht. Mit denen wir dann Verbesserungen an unserem Anzug vornehmen können. Und ich würde sagen, wir machen erst hier mal kurz ein bisschen was, um unseren Ruf zu verbessern. Außerdem können wir unseren Anzug damit steigern. Unser Anzuglevel. Ja. Und die dürften da in einem Hinterhof sein. So wie die meisten Verbrechen, die sind immer in irgendwelchen Hinterhöfen. Ja. Hab die Spinne! Oh, stell dir vor. Da bin ich ja. Wie nur zwei Typen. Ist ja ein Witz. Doppelkonter. Könntest du zumindest so tun, als wärst du nicht inkompetent? So. Hast du. Dachte ich, stehe hier nur rum? Da ist mir einer ins Netz gegangen. Netz. Ja. Lustig. Bisschen eingenetzt, eingesponnen. Und Signature Anmut einer übergewichtigen Giraffe. Oh, an manchen Tagen läuft's das einfach. Das ist bitter. Ganz bitter. Die Anwohner dankten Spider-Man für seine Arbeit in ihrem Bezirk und nannten ihn, ich zitiere, einen von uns. Naja, jedes Mal, wenn wir eine Heldentat begehen, dann kommt so ein Bugle-Channel-Bericht von Whitney Chang. Ja. Und dann kommt die Heldentat-Leiste und dann wird unser Heldenlevel ein bisschen gelevelt, halt. Aufgestuft, was weiß ich. Und, ja, wir machen auch das andere noch kurz. Bevor wir dann mit der Hauptmission weitermachen. Ja. Ups. Ja, das ist da in dem kleinen Hinterhof hier. Bist du das, du Pechvogel? Ja. Hey, hi, Jungs. Willst du mein Erzfeind sein? Reingelegt! Hey.
wollte doch Konter. Hier, er ist hier! Naja. Die Maske macht. Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt. Auf welchem Planeten geht das als Kämpfen durch? So. Und wie gesagt, wieder der Report. Ladenbesitzer lobten Spider-Man, der nicht nur Verbrechen bekämpfe, sondern auch die Wirtschaft fördere. Gut. Und Heldenstufe 2 fast. Dann gehen wir mal weiter zur Hauptmission. Sogar in New York gibt es manchmal nichts zum Schwingen. Die befindet sich hier um die Ecke. Ja, Spidey. Stopp mal. Immer so unverschämt. Bitte? Was? Ich als Bürgermeister? Nee, danke. Muss nicht sein. Und, ja. Das wäre auch schon. Das ist nicht Carradine. Aber er darf auf keinen Fall noch mehr Waffen in Umlauf bringen. Die Spinne! Lass uns nicht kämpfen. Okay, du hast mich überzeugt. Kämpfen wir. Lustig. Ja, das haben wir inzwischen schon rausgefunden, dass man da einfach zweimal drücken muss für den Doppelkonter. Sortiert natürlich dann. Oh, ich habe nicht gesehen, dass der andere auch angegriffen hat. Aber das muss ja eigentlich logisch sein, dass wow, nur was für ein Gebiss. Schade, dass ich es kaputt machen muss. So, eingesponnen. Aua. Das tut definitiv weh. Wirf die Beweise weg. Ich kaufe ihm einen Drink. Was? Du entscheidest, Spider-Man. Oh, lass uns gehen oder diese Leute brennen. Da noch jemand drin. Da oben. Ich kann mich nicht erinnern, ein Spinnenflambé bestellt zu haben. Au, 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 au! Hilfe! Meine Brille ist ganz beschlagen. So. Ja, weißt du was? Wasserbomben sind eine viel bessere Waffe. Vertrau mir. Hier runter vielleicht. Ja. Und da sind wir auch schon draußen. Und geben den hier mal ab. Krankenhaus. Oh, Junge, vielen Dank, Spidey. Immer gerne, Stan. Hey, wie hast du? Wie wär's, wenn ich den Bugle anrufe und denen erzähle, dass Jameson ein Schwachkopf ist? Lass dich von mir nicht aufhalten. Bis dann. Ich sollte zum Comicladen gehen und nach Stan sehen. Ja, das könnte ich jetzt vorlesen, weil das ist echt nicht lang. Gute Arbeit bei der Rettung der Leute aus dem Feuer. Ich bin an der Story dran, schalt also heute Abend ein. Ja, aber das wird die Seltenheit sein, wie gesagt. Und wir sollen jetzt den Comicladen erreichen und nach Stan zu schauen. Denn sonst muss ich einen anderen Weg finden. Warum wir ihn kennen, mit seinem Namen angesprochen haben. Ich habe ja über ein Cape nachgedacht, aber das wäre albern. Ja. Ach so. Ja, logisch.
Peter? Hey, Stan. Oh, willkommen zurück, Comic-Freund. Mann, ich hab dich hier nicht mehr gesehen seit... Ich kann's gar nicht genug sagen. Tut mir leid wegen deinem Onkel Ben. Oh, er war ein guter Mann. Er war der Beste. Danke. Danke. Ich musste gerade daran denken, wie wir immer hierher gekommen sind. Nach dem Chaos, das ich bei dir angerichtet habe, war ich mir da nicht so sicher. Längst vergessen. Hey, suchst du was Bestimmtes? Ein bisschen was von Marvel, um dich in Schwung zu bringen? Nein, ich war gerade in der Nähe, aber ich komme wieder. Also gut, falls du dich mal wieder inspirieren lassen willst, ich bin hier. Ja, also da werden dann im Laufe des Spiels immer mehr Figuren freigeschaltet. Und in der Stadt gibt es eben Comic-Seiten, dann kann man Comics sammeln. Aber ich werde ganz sicher nicht alle 300 Comic-Seiten sammeln. Und wenn man dann die Kampfherausforderungen spielt an dem Automaten, dann findet man ein paar Entwürfe. Ja, meine ich ja, das ist der Kampfautomat. Und ja, wie gesagt, hier gibt es dann eben die Figuren, die Comics. Da hat es die Entwürfe so, und sehen wir da uns kann man jetzt an einem Kampfautomat spielen. Ja, ich mache mal nur die erste Kampfherausforderung, weil dann wird es auch schon wieder fast Zeit für den Part, um den Part zu beenden. Nur zu, ich bin bereit. Erste Welle. Keine faulen Tricks, kämpfen wir wie echte Männer. Ja. Könntest du zumindest so tun, als wärst du nicht inkompetent? Nur ein mageres Würstchen, oder? Es kamen keine Tiere zu Schaden. Bösewichte hingegen. Oh, wieder ein Signature Move. Schön. Auch noch einer. Okay. Oh Gott. Und der nächste Signature Move. Ups. Ja, so, aua. Und Spidey erhält die volle Punktzahl. Okay, die zweite Jury Welle sitzt nur in meinem Kopf, aber was soll's. Komm schon, lass sehen, was du drauf hast. Keine Sorge, im Knast soll's jetzt viel schöner sein. Die Toiletten haben... Boah. Ganz schön schmächtig. Die mit den blöden Baseballschlägern hier. Aua. In echt bist du gar nicht so gruselig. Bitte? Ach, da kommt noch einer mit Waffen. Das muss ich gerade sagen. Wo ist er denn? Da. Dir nehme ich es jederzeit auf. Mann gegen Mann. Andre hat jetzt wieder eine Waffe geschnappt. Hey, willst du mein Erzfeind sein? Reingelegt. Aua. Und nicht zu Hause nachmachen. Muss auch ziemlich wehtun. Dritte Welle. Die Maske macht mir keine Angst. Dritte Welle. Ich hab schon gegen härtere als dich gekämpft. Okay, dann gebe ich eben an. Patz. Aua, voll in die Magenkugel her. Nein, du hebst die Waffe nicht. Du bist ein mageres Würstchen, und ich steh dich. Nein, du auch nicht. Nein, du auch nicht. Daran werde ich lange denken. Nicht an den Kampf. Sondern wie gelangweilt ich bin. Letzte Welle! Ich habe nicht einmal Zeit, mir die Nase zu kratzen. Lustig, wie viele hier rumliegen. Oh. Mit Waffen soll ich ganz schnell ausschalten. Dann Normalo hier. Aua. Machst Wenn du schon? Ich das schaffe, ja, schaffe ich alles. Gut. Nein.
Die zeige ich euch dann mal wann anders noch. Aber sicher nicht jetzt, weil jetzt machen wir kurz, gehen wir wieder raus. Und ja. Ja, die Loading Screens nerven ein bisschen, weil die immer recht lang sind, aber das finde ich hier in dem Ich sollte wütend sein, dass Wilson Fisk Spiele über mich macht. Aber das sieht irgendwie großartig aus. Wie viele Dinge habe ich jetzt? 1050. Das heißt, ich könnte. Mann. Ich kann hier gar nichts machen. Ach so. Gut, also nichts. Gehen wir mal wieder raus. Also ich hatte eine Pizza Salami bestellt. Okay. Und warum kommt ihr denn bitte mit Pilzen? Und ich so, alles klar. Und sie so, ja, ja, wirklich, echt? Hier ist Carradine, was brauchst du? Feuerkraft, Mann. Es wird immer übler da draußen, du weißt ja, wie das läuft. Wir brauchen dicke Wummen und du bist angeblich der richtige Mann dafür. Gasse hinter Nuno's Bar, 2 Stunden. Und schon wissen wir, wo wir hin müssen. Jetzt haben wir auch Netzboost freigeschalten. Und den Boost können wir uns gleich auch mal kaufen. Schalten dann noch Schleuder frei, was einfach die Geschwindigkeit erhöht, mit der wir uns durch die Stadt bewegen können. Ja, gut. Ja, und zu Carradine gehen wir erst im nächsten Part. Bis dahin, ciao.